Wenn ihr selber Fortnite spielt und mich unterstützen wollt, würde ich mich selbstverständlich freuen, wenn ihr in Fortnite im Itemshop den Creator-Code SallyWill3108 eingeben würdet. Ich bedanke mich schon mal im Voraus und nun wünsche ich euch viel Spaß beim nachfolgenden Video. Jo, was geht meine Sallywillisten, willkommen zurück zu Fortnite. Und ja, es gibt ein zweites Video heute zu Fortnite. Und zwar ist es euch schon aufgefallen, dass es diverse Ereignisse an Polar Peak gibt. Und zwar ist mir aufgefallen, es ist dort ein Erdbeben und dieses Erdbeben findet alle 30 Sekunden statt. Wie gesagt, alle 30 Sekunden kommt aus den Rissen des Berges so weißer Rauch raus und der Boden fängt an zu beben. Ich war mir jetzt nicht sicher, was passiert, was könnte die Ursache sein. Ich lasse euch auf jeden Fall mal kurz reinhören, wie sich das dann anhört. Ja, so hört sich ein Erdbeben in Fortnite an. Ich war mir aber echt nicht sicher, was darin passiert oder was eigentlich passieren könnte. Dann habe ich ein kleines bisschen im Internet nachgeschaut. Google macht's möglich. Und dort sind mir Geschichten um die Ohren geflogen. Und eine fand ich besonders lustig, aber auch plausibel. Und zwar stand in dieser Geschichte drin oder in dieser Story oder in dieser Vermutung, dass im Innern des Berges ein Drache ist und dieser Drache jetzt aus einem Art Winterschlaf aufwacht und der weiße Rauch soll die Atmung des Drachens sein. Klingt für mich eigentlich plausibel, so alle 30 Sekunden so ein Atemzug für einen Drache könnte hinhauen, oder? Ich bin jetzt kein Drachenspezialist, aber könnte doch irgendwie passen. Und durch die starke Atmung des Drachen findet auch ein kleines Erdbeben statt. Wie gesagt, für mich war das die einzige plausible Erklärung, wieso, weshalb, warum. Weil warum soll bei einem Erdbeben weißer Rauch aus den Schlitzen kommen? Für mich ist eher beim Erdbeben, dass dann so Eisteile abbrechen von dem Berg. Wir können gespannt sein. Ich werde auf jeden Fall weiter dranbleiben und werde auch schauen, was da so passiert. Auf jeden Fall, das mit dem Drachen finde ich cool. Ich habe da echt schmunzeln müssen, als ich das gelesen habe. Ich würde es feiern, wenn es wirklich die Tatsache entspricht. Also ich würde es wirklich krass feiern, wenn wirklich ein Drache in diesem Berg ist. Und der bei einem Live-Event dann auftaucht und somit aus seinem Winterschlaf erwacht. Wir können da echt gespannt sein. Was vermutet ihr? Was könnte daran liegen, dass jetzt ein Erdbeben in Polar Peak ist, beziehungsweise weißer Rauch aus den Schlitzen des Eisberges kommt? Schreibt es doch gerne unten in die Kommentare. Auf dem Weg zu dem Kommentarfeld kommt ihr auch in meiner Videobeschreibung vorbei. Dort findet ihr alle Links zu diversen Social Media Seiten von mir. Dann würde ich sagen, das war's auch schon wieder. Also macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.